Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück mit Sebastian Castellanos. Nein, er hat keinen Bock, ich merke schon, er hat einfach keinen Bock da drauf. Aber du musst, Sebastian, du musst einfach. Willkommen zurück bei The Evil Within 2, bei den Gefängniszellen, die wir hier haben. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind, also wirklich null Plan, wo wir eventuell hier sein könnten. Aber wir werden es schon herausfinden irgendwann. Bestimmt, da bin ich ganz guter Dinge. Aber vielleicht nicht sofort. Ich hoffe, wir kommen nochmal irgendwann, habe ich ja schon mal erwähnt, in die alten Regionen zurück. Weil da haben wir noch echt viele Sachen. Der da läuft immer gegen die Wand. Das ist super. Das ist der letzte Gegner, den wir noch haben. Und den haben wir alle down, hoffentlich. Der muss, glaube ich, mal hart pinkeln, der Typ hier, oder? Oh, meine Beine, ich muss pinkeln. Und du läufst halt dagegen. Finde ich auch super. Machst du sehr, sehr schön, mein Freund. KI on point. Er ist down. Wir holen uns mal das Gel. Haben wieder aus dem Arsch raus. Richtig aus dem Arsch raus gerade. Oh. Haben hier jetzt noch ein bisschen tolle Sachen, die das Leben fröhlicher machen, vielleicht oder so. Hier ist aber sehr viel los, ne? Was ist denn das da? Ah, ein Rucksack für mehr Armbrustmunition. Ja, geil, also Bolzen. Oh, das können wir hier bewegen, lol. Wir können die Bank bewegen. Das ist ja geil, voll cool. Hatten wir irgendwie noch gar nicht so wirkliche Dinge. Hier haben wir einen Zettel zum Nehmen, okay. Verbrannte Seite aus der Freiheitsuntertan 1. Es ist der natürliche Wunsch des Menschen, sich zu widersetzen und zu widerstehen. Sei es bei Veränderung, Autorität oder Verlangen. Doch der mentale und emotionale Tribut wiegt häufig schwerer als die daraus resultierenden Vorteile. Das Universum ist zu gut organisiert, zu perfekt seine Konstruktion. Wie können wir nur glauben, dass solche Perfektion aus Chaos entstanden ist? Meine Hypothese ist, dass es einen Plan gibt. Für mich, für dich, für jeden Einzelnen von uns. Manche sagen, alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Einige nennen es Schicksal. Was es auch immer ist, Leid kommt über alle, die sich widersetzen. Ja. Das hast du gut erkannt hier, mein Kollege. Also es gibt, glaube ich, ich habe mittlerweile mal ein bisschen nachgeforscht. Ich glaube, es gibt 11 Kapitel, ich bin mir nicht genau sicher. Und ich glaube, auch in den Kommentaren wird drin gestanden haben, Tom, diese eine Stimme war doch Gronkh. Mittlerweile habe ich mich mal ein bisschen informiert und es war wirklich Gronkh, diese schwarze Person, die auf dem LKW, die da irgendwie Hilfe brauchte. Es war wirklich Gronkh. Habe ich einfach nicht rausgehört, die Stimme. Tut mir eigentlich voll leid, ne? Wird bestimmt voll sein in den Kommentaren mit, das ist aber Gronkh, das ist aber Gronkhs Stimme, ey. Ja, habe ich einfach nicht rausgehört. Ja, mega strange eigentlich, aber gut. So, wir haben alles geklärt hier, das finde ich super. Dann müssen wir wohl die Kurbel, die wir da verloren haben, die da rausgebrochen ist, da einsetzen. Keine Ahnung, wie das geht, eine rausgebrochene Kurbel wieder da einzusetzen. Eigentlich ist es, klang irgendwie so, als wäre die halt rausgebrochen. Rausbrechen ist halt irgendwie nichts Gutes, Leute. Wir machen die mal auf. Aber mit so einer schönen, langen Animation, damit wir halt, ja, auch in den ganzen Raum clearen, bevor wir hier irgendwie, dadurch wollen. Damit wir, ne, sonst können wir nicht angegriffen werden. Deswegen müssen wir erstmal alles clearen und so. Ist immer clever gemacht von so Spielen, solche Mechanismen einzubauen. Oh, guck mal hier. Wir haben hier noch Schot-Munition, alles klar. Gehen wir mal eben kurz weiter. Haben wir wieder eine Karte zur Verfügung hier? Ne, eigentlich nicht, aber okay. Orientiere dich, was steht hier drauf? Orientiere dich und suche nach Anzeichen von Myra und Lily. Ich möchte eigentlich nur wieder raus an die Oberfläche. Das wäre echt ein Träumchen. Was haben wir noch hier Tolles? Noch neue Sachen? Okay. Was haben wir da noch? Okay, das nur. Ah, ist es vielleicht da schon? Oh, ein Klo. Ist aber auch so eher weggebrochen als andere hier. Ja. Alles, oh, da ist ein Durchgang. Alles klärchen. Gucken wir uns gleich mal an. Hier lagen sehr viele Sachen rum. Finde ich gut. Da ist so ein Bett. Und da müsste bestimmt dann der Typ liegen irgendwo, ne? Für die Schrotmunition. Da haben wir sie doch. So, haben wir noch mehr für die Schrotmunition? Also nur normale Munition war das. Alles klärchen. Ah, das heißt, wir können ein bisschen aufladen, oder? Und du bist auch liegen wahrscheinlich, ne? Ja, oder auch nicht. Ups. Hallo. Ich bin hier. Siehst du mich nicht?
So. Jetzt nur noch umdrehen bis einmal. Wäre so toll von dir. Oder jetzt vielleicht schnell. Okay. Es war knapp, aber wir haben es geschafft. Tschüssi. Durch die Schutzweste durch. Gar kein Problem hier für uns. Wie viel gibt er so an Punkten? 300 Gel, alles klar. 300 Gel-Punkte gibt er uns hier. Alles klärchen. So. Dann wieder zurück. Und da ist noch ein Resonanzpunkt von einer Frau. Ich denke mal, wird es Myra sein? Oh, oh. Also hier gefällt mir der Ort überhaupt nicht, weil immer alle wieder aufwachen. Aber er hat eigentlich so Kopfhörer auf. Und eigentlich hat er uns gar nicht hören, der Typi. Normalerweise nicht. Und hier ist der Punkt, ne? Genau. Hört mich jemand? Ja, ich. Bitte, ich weiß, dass Sie mich hören. Ja, ich höre dich. Moment. Nein. Noch immer hier. Es war kein Traum. Hallo? Leider nicht. Hört mich jemand? Bitte, ich weiß, dass Sie mich hören. Ich tue, was immer Sie wollen, nur bitte. Lassen Sie mich raus. Ich will raus, ich will raus, ich will raus. Ich will raus. Alles zusammengeschrieben. Ich will raus, ich will raus, ich will raus. Ja, okay. Nach Union. Also sind wir hier nicht mehr in Union? Oder wie sieht das hier aus? Ich weiß nicht ganz genau. Mann, eine Brille. Was hier Sache ist. So. Brille und Kopfhörer ist immer so doof, weil dann stehen die immer im Wege rum, sich im Wege rumstehen. So. Also, okay. Es war eine sehr lange Sequenz irgendwie gerade. Aber gut, war informativ. Gehen wir da raus. Und ist der aufwacht hoffentlich. Ja, schaffen wir sogar. Und dann müssen wir wo lang gehen? Ich weiß es nicht gleich. Ich will eigentlich nur raus. Ich will auch zurück nach Union, bitte. Also wir haben halt noch mindestens 2 Kapitel und wir haben noch ungefähr 75.000 Gel, das wir finden müssen, damit wir halt irgendwie auch unsere Sachen maximieren können. Wenn wir die alle maximieren können, ich bin mir halt nicht sicher. Ich meine, wir haben halt alles geschafft. Wir haben alle Endgegner getötet und so. Außer einmal so eine von den Obscuritas. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, eigentlich alle Hexen, alle Witches da, alle großen Frauen mit Kettensägen, Dreiauge habe ich hier so schön genannt, gekillt und so. Also eigentlich müssten wir viel Geld haben. Kann man alles maximieren? Ich weiß es nicht genau. Ich frage mal Maximilian. Haha. Wir gehen runter. Runter ist eigentlich nicht so gut, weil runter heißt eigentlich nicht gut. Raus ist immer nach oben. Natürlich! Im nächsten Kerker. Und auf einmal ist es ganz leise. Ja. Und die Verzweiflung ja. Zur Selbstzerstörung. Ich weiß. Und die Selbstzerstörung führt zu Hass. Du bist ein Versager. Deinetwegen ist deine Tochter verloren. Du konntest sie nicht retten. Sie haben den Schlüssel zur Witterung ihrer Qual. Ich kann sie zum Schloss führen. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Diese Stimme war gerade eher mit der Stimme von Lilly, ne? Weil er
meinte deine Tochter und zwei hat er, glaube ich, die Stimme angenommen. Das heißt, er kann sich vielleicht verwandeln in andere Personen. Heißt, vielleicht ist Myra gar nicht Myra gewesen, sondern eigentlich er. Und Lily ist auch nur er gewesen. Ist das Lily? Ich glaube nicht. Feuer. Oh. Ja, genau, den da meinte ich eben. Oder in der letzten Folge, keine Ahnung. Würde nicht ein Endgegner jetzt oder so, ist jetzt echt scheiße. Ich sagte bitte! Oh Gott. Hi. Das war jetzt nicht so einfach eigentlich, aber wir haben es irgendwie ganz gut hinbekommen, wie auch immer wir das geschafft haben. Ich bin mir nicht genau sicher. Und wir bekommen nicht mal Gel dafür oder so, nur Schisspulver. Das ist ein bisschen doof jetzt, finde ich. Das finde ich nicht gut. Das haben wir wieder voll, dann nehmen wir mal kurz ein neues davon. Om nom nom, lecker, lecker. So. Das ist echt ein bisschen doof, um ehrlich zu sein. Hätte ich ganz gerne doch ein bisschen, mehr Gel bekommen von denen, weil ich meine, die waren, aber gut, wir bekommen mal Schießpulver. Ist halt auch nicht schlecht, 53 ist schon wieder ganz gut. Das war jetzt nicht optimal. Da haben wir, glaube ich, noch ein paar Bolzen liegen gehabt. Aber ich wollte jetzt auch nicht zwingend Apudenbolzen. Okay, da können wir eh jetzt mehr aufsammeln, stimmt. Also, Munition wenig, davon gar nichts mehr. Nein, 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 nicht hier, nicht irgendwas reindrücken hier. Super, alles klar, super, super, super. Wir meinen, dass wir irgendwas irgendwie, dass wir Heilung aus Versehen nehmen oder so. Ja. Dafür werden sie beraubt. Stefano. Die kannten sich. Ja, natürlich. Hast du nicht zugehört? Natürlich kannten die sich. Ganz, ganz klar. Hat doch gesagt, so. Ja, komm runter hier, oder? Ist hier oben noch irgendwas Spannendes? Nö. Wir springen runter. Und haben da ganz offensichtlich was Oh, geil. Oh, schön. Wir kommen zurück. Machen wir auch gleich mal, ne? Bevor wir hier reingehen, oder? Kann die Tür zugehen? Diese hier? Egal, wir gehen mal kurz zurück. Weil da hinten ist halt noch ein ganz großes Ding an. Aber hier sieht es so aus wie... Ne? Arena und so. Wir gehen einfach mal rein. Ha, Leute. Back home. Wie schön ist das denn hier? Also, ja. Back home halt, ne? So, was man zu Hause nennen kann. Wir können mal kurz was Neues herstellen. Vielleicht ein bisschen Schrotze. 25. Ein bisschen Pistolenmunition. So 8 Stück. Nochmal 2. Eine Schrotze und nochmal 3 davon. PG-Munition. Ja, brauchen wir jetzt nicht so dringend eigentlich, ne? Explosionsbolzen haben wir fast gar keine mehr. What the fuck? Was ist da los bei uns? Und wir können nochmal kurz Waffenherstellung reingehen. Und zwar... Magazingröße wollten wir eigentlich auch nochmal verbessern. Feuerrate. Machen wir mal eben Feuerrate nochmal eben schneller und die Nachladezeit auch nochmal eben schneller. Ach, haben wir nicht mehr, alles klar. Dann gehen wir nochmal vielleicht hier auf da drauf oder so. Reichweite. Können wir die noch erweitern? 125. Könnte man machen, ne? Wir haben davon 2 Dinger. Machen wir mal eben Folgendes. Und zwar die Reichweite der Bolzen generell erhöhen. Die einzelnen Sachen mache ich halt eher, naja, nicht so, um ehrlich zu sein. Ist irgendwie jetzt ein, ja, kann man mal machen irgendwann, aber erstmal nicht. So, wir gehen nochmal kurz nach Hause. Also, zu unserer Krankenschwester.
7000 geht zwar nicht die Welt, aber okay. Können wir trotzdem mal die Dinge aufmachen, die Schlüssel einsetzen. Vielleicht noch ein bisschen Munition rausnehmen. Hilfe, Detective. Nee, eigentlich brauche ich nur Sachen. Aber dankeschön. Das da könnten wir nicht nehmen wahrscheinlich, haben wir voll. Da haben wir auch gerade alles voll. Also wir haben halt gerade nicht allzu viel zum Mitnehmen, ne? Das da können wir, glaube ich, mitnehmen. Ne, haben wir auch alles voll. Dann machen wir nochmal oben das da auf. Das sieht doch ganz gut aus hier oben. Komm. Ja. Können wir auch nur eine mitnehmen. Dann machen wir nochmal da oben. Das ist das allererste. Komm hier, ganz oben links. Ja, guck mal, drei Stück. Super. So muss es doch sein. Können wir irgendwie was aufwerten oder so? Wir wollten irgendwas Cooles machen, ne? Was wollten wir denn Cooles machen? Das da, Reflexe? Achso, auszuweichen, ne? 12.000, alles zu teuer. 7,5, wir haben halt nur 7,3. Das wollten wir aber auch noch, glaube ich, ganz dringend machen. List haben wir schon fast vervollständigt. 12.000 für Raubtier ist auch eine sehr geile Sache, um ehrlich zu sein. Darauf würde ich jetzt gerne hinsparen oder so. Da haben wir Kampf, haben wir auch schon viel. 6.000 für noch geringeren Rückstoß. 75.000, ja klar, alles klar für dieses Ding. 120.000, ja, alles klärchen, warum nicht? Was haben wir hier noch Schönes gehabt? Ich vergesse es halt alles immer so schnell. Trotz, ja, dass wir halt nicht sterben bei einem letzten Angriff. So, ja, maximale Lebensanzahl können wir nicht machen. Das sind 8.000 hier. Wir müssen halt mal Ausdauer verbessern, glaube ich, ne? Kann es sein? 7,5 halt, ne? Mal Regeneration, ja. Und da Reflexe, Chance im Angriff auszuweichen, der dich verletzt hätte. Ja, Nehmen wir das halt mal. Dann weichen wir automatisch aus. Kann vielleicht ganz wichtig werden irgendwann einmal. Gut. Dann war's es wohl. Wir gehen noch mit der Ollen hier. Dieser Ort hier ist die Hölle. Ja. Wahrhaftig. So viel Leid und Tod. Ja, man braucht Stärke, um ihn zu durchqueren. Stärke und Willenskraft. Ich weiß nicht, wie viel ich noch verkraften kann. Sie haben ihre Grenzen noch nicht erreicht. Die Antwort darauf, warum Sie wirklich hier sind. Warum ich wirklich hier bin? Weil ich Lily retten will. Ja, aber um das zu schaffen, müssen Sie zuerst andere Herausforderungen. Ich habe das schon gemerkt. Dankeschön. Ja, Stärke und Wilhelmskraft. Der gute Wilhelm ist auch am Start. Hallo Wilhelm. Ich brauche deine Kraft. Die Wilhelmskraft. Okay, wir speichern kurz mal am Speicherpunkt unseres Vertrauens. Und nehmen es eben mal mit hier. Können wir sehen, die ganzen Aufnahmen immer so um 3 Uhr nachts und so jetzt gerade hier um 13.57 Uhr. Gut, ne? So. Wir gehen wieder rein. Ach nee, wir gehen, wie kommen wir nochmal zurück? Wie war denn das? Wo kommen wir denn hier zurück? Hallo? Hallo, ich würde ganz gerne zurückgehen. Wie komme ich denn zurück? Hallo? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Neues Dia hatten wir auch nicht. Eigentlich. Achso, da hinten ist der Spiegel jetzt. Ah, alles klar, okay. Der Raum ist auch weg, ne? Da, wo wir unsere Dinge zu machen konnten, wo wir so ein bisschen schießen konnten. Ist weg, Leute. Na nü. Okay, wir gehen zurück und haben jetzt eventuell eine Arena. Heißt, wir werden nochmal kurz alles aufladen. Ja, hier sieht es mir jetzt zu viel nach Aufsammelrei auf und so. Das heißt ein Todesvieh, ne? Es steht nicht mehr auf. Hier haben wir... Ich hätte wieder Bock auf ein Rätsel, Leute. Mir fehlen so ein paar Rätseleinheiten. Ich finde, bei solchen Sachen, so Third Person, kann man immer schön mit Rätsel arbeiten. Das fehlt mir wirklich so ein bisschen. Es ist nur ein Kraut hier gewesen. Das wäre so ein fettes Ding gewesen. Es war nur ein Kraut. Ach, lol. Kommen wir da hoch? Nee, ne? Aber ich glaube, es ist schon so eine Art Rätsel, weil wir müssen, glaube ich, irgendwie das Blut, was von da oben ist, runterwandern lassen auf die richtigen Plattformen. Quasi nach dahin, damit quasi das Ding aufgeht. Wenn man das so sagen kann. Verschlossen. Es muss einen Mechanismus zum Öffnen geben. Genau. Und ich weiß auch, glaube ich, schon wie. Okay, von da. Hoch mit dir. Da oben auch noch was, ne? Oder? Es waren, glaube ich, zwei Wege, genau. Aber die kreuzen sich da. Ah, alles klar. Wir können Sachen drehen.
Das ist also doch wieder ein Rätsel. Freut mich sehr. Okay, cool. Mal gucken, wie gut ich es meistern werde hier jetzt. Ich fange mal mit dem an. Ich fange nie mit dem ersten an. Das hier dreht quasi diese beiden Sachen, ne? Okay. Also wir haben hier verschiedene Sachen, die immer zwei Sachen drehen. Das dreht das und das. Und das da dreht wahrscheinlich dann nur das linke, okay? Genau. Und das hier ist nur das rechte, das wäre halt das linke, genau, das war wieder beide oben und unten. Da ist halt der Kniff daran, dass wir das halt eben clever meistern. So. Und das hat, glaube ich, das mittlere bewegt, ne? Das da und das da. Und was hat nochmal oben das bewegt? Nee, wollte ich nicht. Zurück mit dir. Ach so. Ich bin ja auch doof, Leute. Ja, geh mal zurück. Das war ja gar nicht das erste. Das ist das erste hier, ne? Ah, okay. Ja, gut. Dann auch gerne so. Easy peasy Limonen squeezy. Müsste doch so richtig sein, oder? Nicht? Andersrum? Das Teil? Müsste es so rum? Nee. Das ist so ja auch falsch. Es war schon richtig so. Okay. Das hier ist soweit richtig. Klappt auch gut mit dem da zusammen. Die Frage ist, muss das vielleicht andersrum gemacht werden? Ich check's nur mal ab, Leute. Ich will nur mal abchecken, ob das vielleicht so rum muss. Aber eigentlich ja nicht, ne? Ne, so rum ist falsch. Ich glaube, das linke ist, glaube ich, noch nicht ganz richtig, oder? Position kann es sein. Das rechte sieht richtig aus, aber das linke sieht doch nicht so richtig aus irgendwie, ne? Wir drehen es nochmal auf 180 Grad. Ich glaube, daran liegt der Fehler. Genau, jetzt noch einmal drehen. So, müsste richtig sein. Ja, okay, alles klar, da war der Fehler. Und jetzt ist nochmal 180 Grad drehen, dann haben wir es geschafft. Alles klärchen, da war der Fehler, Leute, ey. Super easy gerätselt und super easy geschafft. Und es geht auf. Oder? Oder? Ja! Das Blut wandert von A nach B bis vorne hin zum, naja, zur Tür. Ja, ist eine sehr schöne, lange Animation hier. Dankeschön für diese tolle Animation. Nicht einfach irgendwie den Typen nochmal ausfringen können oder so. Ausfringen und das Blut einfach reintröpfeln können in das Loch. Naja. Leute, was da hinter sich verbergen tut, werden wir im nächsten... Ist das eine... Dingens zum Abschießen? Ja. Krank. Krass, habe ich gar nicht gesehen. Warte. Cool. Boah, so gut sind die hier versteckt. Ey, what the fuck? Ja. Wie es weitergehen wird, nächste Folge haben wir mehr, Leute. Ich mache, glaube ich, da noch ein, zwei Aufnahmen jetzt hinten dran, weil ich gerade so ein bisschen Bock habe, auch wenn ich müde bin und eigentlich essen muss. Aber ich habe noch Bock, ein bisschen weiterzumachen. Nächste Folge sehen wir uns wieder. Haut rein. Bis dann. Macht's gut. Tschüssikowski. Tschüss. Und lasst einen Daumen nach oben da.